Wir sehen das nicht so, Tabellenletzter, weil wir genau wissen, dass es so nicht ist. Es war auch mal Fürth-Tabellenletzter, dann war Wolfsburg-Tabellenletzter, die haben jetzt 3-0 gewonnen gegen Leverkusen. Also wir sehen die Tabellenplätze nicht so. Für die Spieler wäre es vernünftiger. Ja, so müssen sie sich halt mal ab und zu mal anscheinend freiwilliger, weil das schaffst du ja auch gar nicht mehr. Das ist einfach auch zu viel aus meiner Sicht. Und das ist ja ganz gut, wenn man dann in so einem Spiel auch mal andere testet, auch mal unabhängig, dass die jetzt krank waren, dass man einfach mal Spieler dann andere Spieler nimmt, die jetzt nicht die Belastung haben. Das halte ich dann auch für sinnvoll. Das war mein Club immer und ich habe natürlich, ich bin gebürtiger Augsburger, das sind meine Wurzeln, die da sind. Also von daher empfinde ich jetzt so nicht, dass es was Besonderes ist. Das ist mein Club, an dem ich mit 6 Jahren angefangen habe. Damals hieß es ja noch BC Augsburg. Für uns ist das Spiel ganz einfach wichtig, weil wir natürlich durch den Sieg einen ganz großen Schritt machen von unten weg. Also das wäre sehr wichtig, wenn wir das Spiel gewinnen, weil dann hätte man natürlich schon sehr viele Punkte vor den Konkurrenten. Die mir gut gesonnen sind, die haben da mit Sicherheit kein Problem. Und wenn sie eins hätten, dann hätten sie Probleme mit mir. Nein. Also es sind ein paar Augsburg-Fans dabei, aber wenn, dann sind sie auch Eintracht-Fans dann im Endeffekt, die mich kennen.